So, das ist jetzt Teil 2 von dem Bussimulator mit 18, die Route 2. Wir sind gerade am Rathaus. Fahren jetzt zur nächsten Haltestelle, das ist der Hauptbahnhof. So. Da muss ich ja jetzt was in zwei Teilen machen. Aber das stört mich ja nicht. Hoffentlich euch das jetzt auch nicht. Und ja, was gibt es zu erzählen? Ja, der Bus-Simulator. Ja, wie soll ich das beschreiben? Ja, ab und zu hakt das mal, weil das Spiel ein bisschen verbuggt ist. Aber mich stört es eigentlich ehrlich gesagt gar nicht, ich habe mich jetzt dran gewöhnt. Ich hoffe doch mal, dass die Entwickler mal auf die Idee kommen, das zu entfernen, diese paar Bugs, wo das Bild immer stehen bleibt. Da würde ich mich wirklich drüber freuen. Und ja, so ist das Spiel nicht schlecht, muss man ganz ehrlich zugeben. Hat schon was. Aber ich muss sagen, zum richtigen Bus-Simulator, da fehlt mir noch was. Aus dem einfachen Grunde, mir fehlt das einfach die Realistischkeit, indem wenn man zu schnell fährt, oder zum Beispiel in der Ort oder auf der Autobahn zu schnell fährt, dass man von der Polizei zum Beispiel angehalten wird und dass dann Führerschein kontrolliert wird. Das fehlt eigentlich. Denn das gehört jetzt dazu zum Simulationsspiel. Weil was bringt das beste Simulationsspiel, wenn sowas fehlt? Und ich glaube, ich bin ja nicht nur der Einzige, der diese Meinung vertritt, dass auch die Polizei in so ein Spiel reingehört. Weil das macht doch schon was aus, sag ich mal, wenn sowas im Spiel drinnen ist. Und dass man wirklich dann, sag ich mal, kontrolliert wird, dass man Führerschein auszeigen muss, Personenbeförderungsschein zeigen muss. Ja, so halt eben Dinge, dass man Unfall baut, dass man nicht einfach Geldstrafe zahlt und dann weiterfahren kann. Nein, dass man auch die Polizei rufen muss. Ja, dass sie dann kommen, dass die Zentrale anpumpt, dass dann, sag ich mal, zweiten Bus kommt, die Fahrgäste mitnimmt. Sowas halt einfach. Das fehlt einfach da drinnen. Das ist einfach für mich dann nicht realistisch genug. Also ich würde mir ja wünschen, dass sie anwenden, die Entwickler auf die Idee kommen, sowas einzubauen. Weil dann macht das dann auch, wer so realistisch ist, noch ein bisschen mehr Spaß. Wo ich ganz ehrlich sagen. Weil Spaß macht das Spiel so oder so. Ja, keine Frage. Aber das gehört einfach auch dazu. Weil Busfahrer kontrolliert ja auch nicht nur und fährt die ganze Zeit rum. Ja. Der Busfahrer geht hin, wartet den Bus. Ja, guckt nach zum Beispiel, ob alles funktioniert. Stellt das dann selber ein. Ja, und nicht, dass der Bus dann schon auch gut Deutsch herzlich auf der Straße steht. Ja, also ich finde einfach, dass du im Spiel halt eben dies mit deiner eigenen Strecke bauen kannst. Ja, was ja sowieso schon so gut ist.
sondern halt eben auch, wie soll ich das jetzt beschreiben, ja, klipp und klar, ja, wenn du mit dem Bus fährst, ja, dass er im Depot steht und dir hingehst, sag ich mal, wenn du jetzt den Gelenkbus nimmst, dass du dir das dann einfach selber einstellen kannst. Ich fahre jetzt Linie 2 oder Linie 9. Ja, dass du hier wirklich hingehst und sagst, pass auf, ich fahre jetzt mit dem Bus und überleg mir dann, was ich dann fahren möchte, was für eine Route. Dass ich das selber im Bus machen kann. Ja, und nicht im Hauptmenü, ja, und fahr dann die Route 2 oder 1. Danke. Kann ich bitte Ja. eine Fahrkarte haben? So, und das sollten Sie mal ändern, weil das wäre dann viel interessanter, finde Danke. ich. Und die Glocke wo kommt, da ich der Einzige bin, der diese Meinung vertritt. Ja. Na klar. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Und das wäre dann einfach am besten. So, und ich sage jetzt mal, das war ja zum Beispiel ein Vorschlag, den man ja machen könnte. Ja. Weil es macht dann einfach mehr viel Spaß, wenn man hingeht, ja den Bus aus dem Depot nimmt, ja, und sich dann die Route aussuchen kann, welche man fahren möchte und nicht erst im Hauptmenü und dann den Bus wählen kann. Sondern gleich von Anfang an, ja, ein großes Busdepot und dann den Bus aussuchen kann, ja, so und dann selbst den Bus entscheiden kann, ja, fahre ich jetzt Linie 1, 2 oder 3. Ja, weil das interessanter wäre. Man könnte sich dann, sage ich jetzt mal, selber aussuchen. Ja, deswegen. Also ich würde mich ja eher freuen, wenn die mal die Spielentwickler sowas einbauen würden. Ja, weil es dann auch viel interessanter ist. So, wir setzen jetzt den Blinker ab jetzt. Ja, langsamer. Halten an. Blinker bleibt an, weil wir auf der Straße stehen und nicht in der Haltebucht. Lassen alle aufsteigen. Machen Blinker wieder an. So, und jetzt fahren wir zum Hafen. So, aufgepasst. Ich war, glaube ich, jetzt auch hier auf der Straße. Und das ist nicht alles täuscht. Ja, war hier auf der Straße. Da war ein Bahnübergang. Da müsst ihr aufpassen. Sobald wie ihr in den Bahnübergang reinfährt, ja, und die Ampel noch an ist, zeigt er sofort an, eine rote Ampel überfahren. Was eigentlich Quatsch ist, wenn die Schranken nach oben gehen. Aber was soll's. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf der Autobahn in Richtung Hafen. Wir müssen außen fahren, aus dem einfachen Grunde, wenn wir jetzt zum Beispiel auf der rechten Spur fahren würden, anstatt auf der linken,
dann müssten wir einen Umweg fahren und das wäre Quatsch. Wenn wir hier einen Umweg fahren müssten. Oh, Elefantenrennen. Merk, merk. Ein Elefantenrennen. Aber auf so einen Kinderquatsch schaue ich mich nicht ein. Denk dran, wir sind vernünftige Busfahrer. Und lasst uns auf so einen Kindergartenverein nicht drauf ein. Da hat sich jetzt so ein bisschen abgekühlt. Das freut mich also richtig, dass es jetzt mal ein bisschen abgekühlt hat. So, wenn wir jetzt hier geradeaus fahren, brauchen wir nur durch den Kreisverkehr. Und wenn wir jetzt nach rechts abgebogen wären, dann müssen wir noch einmal nochmal wenden und dann ist das ja ein bisschen Zeitverlust. Blinker wird gesetzt. Ui, ich sage jetzt deswegen Ui, weil wir hier Gewitter haben. Deswegen. Und es regnet ja auch. Wir müssen jetzt hier links. Ey, wenn der da nicht passt, kann ich nichts dafür. Scheiße. Peter. Frau am Steuer, unheimlich teuer. Merkt ihr das? Eine Fahrkarte bitte. Ja, einzeln, Standard. Danke. Bitte? Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich. Einzeln. Senior. So, einmal Pause. Ja, hier, bitte. Wo habe ich denn? Augenblick. Hier. Danke. Ist da nicht hinten noch einer? Nein. So. Nächster Halt, Nordschweif, Endstation, Italien aussteigen. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC.
So. Dies ist eine Durchsage an Fahrgäste. Nächster Halt, Nordspeicher. Wir bitten Sie, alle auszusteigen. Vielen Dank, dass Sie mit der Linie 2 gefahren sind. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Wir bleiben jetzt auch auf der rechten Spur, weil dann fahren wir die gleich ein bisschen in den Kreisverkehr rein. Weil das ist ja Quatsch schwer. Blinker setzen. Nächster Halt, Nordspeicher. Bitte aufsteigen. Bus endet hier. Wir bedanken uns herzlich, dass Sie mit der MSL GmbH gefahren sind. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wir würden uns freuen, Sie bald auf der Route 2, wir begrüßen Sie hier. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Natürlich ist MSL GmbH nur ein Fantasienamen. Bei mir ist jetzt einfach kein richtiger Name eingefallen, weil der Name gefiel mir jetzt einfach so und dann ist es auch gut so. Wir fahren jetzt zurück zum Depot. Stellen da den Bus ab, gucken uns dann noch das Ergebnis an und dann endet auch schon die Aufnahme. Hier ist das Depot. Hier ist ein Blinker. So, mal gucken. Ich hätte auf der ganzen Tour nur zwei Schwarzfahrer.
Das geht ja nur zwei Schwarzfahrer. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend.